Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silver und hier geht es um unser Harmoniebedürfnis und wie oft uns das doch manchmal im Wege steht und ob es da nicht Mittel und Wege gibt, wie ich da besser mit umgehen kann und ob es da ein paar Tipps gibt. Ich denke, wir spüren unser Harmoniebedürfnis überhaupt dann erst, wenn es ein bisschen pieksig ist, wenn nicht alles 100% harmonisch läuft, denn dann nehmen wir das, glaube ich, gar nicht wahr. Pieksig wird es eigentlich dann, wenn in Beziehungen irgendetwas nicht so ganz rund läuft. Das ist egal, ob das unsere Partnerschaften sind, ob das Eltern, Kind und Kind, Eltern oder Freunde und sogar Kollegenkreis betreffen. Überall möchten wir gerne in Harmonie leben und ärgern uns auch manchmal über uns selber, dass wir da überhaupt anecken und dass es überhaupt wehtut, wenn uns das nicht zu 100% gelingt. Und da bin ich eigentlich auch schon bei Zahlen und da hat es mir sehr geholfen, dass ich das Ganze mal für mich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, mathematischer angegangen bin. Das heißt, ich habe mir vorgestellt, dass die beiden Personen in der Beziehung aus Mosaiksteinchen bestehen und ich sage jetzt einfach mal, es mögen 100 sein, in Wirklichkeit sind es sicherlich mehrere tausend. 90 Mosaiksteinchen haben im anderen ein korrespondierendes Teilchen gefunden, mit dem sie sich austauschen können, wo sie sich anerkannt fühlen, wo sie sich auch manchmal unterstützt und gestärkt fühlen. Und dann gibt es 10 Teilchen, die haben dieses Gegenüber nicht. Und die fühlen sich abgelehnt und die fühlen sich unverstanden und die kämpfen dafür, aber so sein zu können, wie sie sind, auch wenn von der anderen Seite da manchmal Gegenwind kommt. Und bei mir war es so, dass diese 10% in meinem Kopf so viel Krawall gemacht haben, so rappelig waren, dass ich dachte, boah, das ist ja so ein großes Thema, mit dem ich gar nicht klarkomme und habe dahinter die anderen 90 gar nicht mehr gesehen. Das heißt, mir das mal so, ich bleibe mal bei dem Ausdruck mathematisch vorzustellen, hat mir geholfen, diese 10% mal wieder auf diese Größe zurückzuschrauben. Ich möchte mal so ein Beispiel nennen. Ich kenne eine Familie, wo die Eltern unglaublich strukturiert waren, sehr auf Sicherheit bedacht waren und ja, ich sag mal finanzielle Versorgung und deren beide Kinder unabhängig voneinander freie Künstler wurden. Die Eltern haben so gelitten und wie kann das sein? Und die werden später dem Staat auf der Tasche liegen und die haben keine Altersversorgung. Und das war also ein echtes Leiden der Eltern. Da war Kommunikation eigentlich gar nicht mehr richtig möglich, weil wenn die Kinder erzählt haben, was sie für kleine Erfolge da hatten in ihrem Künstlerleben, dann kam gleich, ja, davon kannst du deine Altersversorgung nicht bezahlen und es mag ein guter Grund der Eltern dahinter gestanden haben. Es war ja eine echte Sorge, eine echte Angst, die sie dazu brachten, so etwas zu sagen. Und die Kinder verdrehten natürlich die Augen ob dieser spießigen Eltern, dass die das nicht verstehen konnten. Und leider haben die Eltern gar nicht mehr mitbekommen, dass zum Beispiel die Tochter längst im Museum in Shanghai Ausstellungen macht, also sehr erfolgreich wurde. Und wenn man da sich vorstellt, dass die sich mal zusammengesetzt hätten und gesagt hätten, okay, wir sind uns einig, dass es einen Bereich gibt, wo wir uns völlig uneinig sind. Und den möchten wir jetzt einfach mal so stehen lassen und beim anderen akzeptieren, ohne dass wir immer wieder darauf rumreiten. Denn wenn man sich da mal wieder diese 90 und 10 Teilchen vorstellt, dann weiß ich zwar, dass die Kinder gesagt haben, ja, meine Kunst ist mein Leben und das macht doch alles aus. Und wenn ich darüber nicht reden kann, dann geht das ja gar nicht. Aber wenn wir mal bedenken, wie zum Beispiel ein Rechtsanwalt oder ein Maurer über seinen Beruf in Beziehungen erzählen wird, der wird da sicherlich erzählen, was da so mal passiert ist oder Auseinandersetzung mit Kollegen oder was da Schönes passiert ist, kleine Erfolgserlebnisse. Aber das sind nicht mehr als 10%, sage ich mal. Nur wenn man darunter leidet, dann kriegt das plötzlich so eine unglaubliche Macht und Wucht. Und das Verhältnis stimmt nicht. Wenn man da also mal wohlwollend rangeht, wenn man da mal mit Respekt rangeht, denn es gibt ja die unterschiedlichsten Themen. Was weiß ich, in den Eltern passt der Partner nicht oder aber in Partnerschaften, dann findet man das Hobby ganz schlimm und schrecklich. Und da
glaube ich, darf es nicht passieren, dass man das nur akzeptiert, dass der andere anders ist, sondern es geht einem was verloren, wenn man nicht sich am anderen erfreut. Wenn der andere nicht in diesen gemeinsamen Erlebnistopf etwas hineinbringen kann an dieser Freude, die er mit seinem Hobby hatte. Ich denke, man muss es dann gar nicht verstehen, sondern er freut sich einfach an diesen strahlenden Augen, die der andere hat, wenn er davon erzählt. Wenn das möglich ist, ich glaube, dann wird ganz viel Scheuersand und Sand im Getriebe gar keine Rolle mehr spielen. Das wird also dann vorbei sein. Und da mal bei sich selber zu gucken, wo akzeptiere ich im anderen eine Seite nicht, wo fühle ich mich mit meinen Seiten völlig unverstanden. Und wenn man sich da mal zusammensetzt und sagt, okay, wir sind uns einig, dass es Bereiche gibt, wo wir uns nicht einig sind. Ich glaube, das könnte helfen. Und wenn wir uns dann noch vorstellen, ist es wirklich vielleicht 90 und 10 Teilchen, ich meine, auch wenn es 80, 20 sind oder wie oder was, dahinter das andere auch noch sehen. Also auf jeden Fall drücke ich euch ganz doll die Daumen, dass es gelingt und sage Tschüss.